Die Vorbereitungen für das diesjährige Stadtschützenfest am Wochenende laufen. Neben dem traditionellen Brauchtum gibt es auch ein großes Bühnenprogramm. Am Sonntag findet der Festumzug des Schützenfestes statt. Für den Festumzug mit anschließender Parade um 15 Uhr werden viele Straßen in der Innenstadt für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Der Linienverkehr zwischen Alter Markt und Hauptbahnhof wird umgeleitet. Ersatzhaltestellen werden von der NEW eingerichtet. Die Sperrungen werden bis ca. 18 Uhr dauern. Der eine Weltladen wird 35 Jahre alt. Dieser ist mittlerweile ein fester Bestandteil in Mönchengladbach. Vor Ort am Abteilberg 2 kann man Fairtrade-Produkte angefangen bei Lebensmitteln bis zu Schreibmaterialien kaufen. Zudem werden auch Bioprodukte dort angeboten. Über die Jahre hat sich das Sortiment stark vergrößert. Zwar ist der Preis der Produkte ein wenig höher als bei herkömmlichen Produkten, doch die Qualität stimmt. Und dies schätzen auch die Mönchengladbacher sehr. Am Donnerstagnachmittag fuhr eine 11-jährige Schülerin mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Hohlstraße in Viersen Richtung Freiheitsstraße. Aus einer Einfahrt fuhr ein 51-jähriger Viersener mit seinem Rad auch auf dem Radweg und achtete dabei nicht auf die Schülerin. Beide stießen zusammen. Dabei wurde die Schülerin leicht verletzt.